Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Ja, wir sind unterwegs heute, mal ein paar Ressourcen beschaffen. Und man muss einfach sagen, so ein Triceratops hat schon so seine Vorzüge. Man ist mit dem nicht, weil es als Reittier geeignet ist. Das haben wir ja, glaube ich, beim letzten Mal gesehen, dass das nicht so sehr der Fall ist, weil es doch extrem langsam ist und diese Stamina-Sache doch sehr schnell aufgebraucht ist. Nee, Trixie mitzunehmen hat ganz andere, praktischere Gründe. Also guckt hier, das geht gar nicht. Vor allen Dingen auch, weil sie jetzt schon zu schwer ist. Trixie mitzunehmen hat einfach nur den Vorteil, dass man sie beladen kann. Und wie ihr seht, gar nicht wenig. Ich habe hier einige Bauteile schon gecraftet. Ich habe jetzt ein Fenster. Ich habe Materialien hier reingelegt. Ohne Ende, ohne Ende. Das geht alles gut. Mal gucken, ob sie mir jetzt noch folgt. Das kann jetzt sein, dass nicht, weil das jetzt über diese 10%-Hürde ist. Mal gucken. War von der Sache her. Ja, jetzt wird sie langsam, verstehe. Ich muss so ein bisschen den Punkt rauskriegen, wo sie mir noch in ihrem schnellen Schritt folgen kann. Denn ohne mich kann sie erstaunlicherweise relativ schnell reiten. Ich nehme mal die Hälfte zurück. Ich glaube, das reicht noch. Gucken, ob sie lossprintet. Ja, tut sie. Okay. Ja, und das wird so ein bisschen so eine Baufolge. Wir gehen gleich zurück zur Hütte. Ich mache mich jetzt auch nochmal voll mit Holz. Man kann nie genug Holz haben. Erstaunlich schnell geht heute das Respawnen des Waldes. Ich habe hier alles vorhin platt gemacht. Und schon sind hier die ersten paar Bäume wieder. Das war eigentlich eine freie Fläche. Naja, freut mich. Freut mich vielleicht wandern. Guck, da kommt sie in ihrem behäbigen Galopp. Die Triceratops sind tatsächlich erstaunlich langsam. Das hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Nimmt mir auch ein bisschen den Respekt vor den Viechern, weil egal wie ich sie angreife, ich werde sie immer abhängen können. Haben wir ja auch gesehen, als ich gegen das Viech gekämpft habe, da ging es ja viel im Kreis und hin und her und doch hat sie mich nicht bekommen. Jetzt sammeln wir halt nur noch so das letzte Zeug, was hier so draußen wieder gewachsen ist. Ich meine, so eine richtig freie Ebene wird es ja schon wegen dem ganzen Bambus nicht, der hier so steht. Da gab es gerade ein Aufnahmeproblem. Ich weiß nicht, wie fern man das am Ende dann sieht. Okay, jetzt habe ich hier keine Bäume mehr. Na gut, dann gehen wir jetzt zurück zur Basis. Warum auch nicht? Hier am Eingang der Basis muss ich kurz warten. Sie muss mir bis hierhin gefolgt sein, damit ich in die Richtung rennen kann. Damit sie nicht probiert, irgendwie auf dem anderen Weg um den Felsen herum zu rennen. Sie gibt sich ja Mühe, schnell zu sein und so dramatisch langsam ist das jetzt auch nicht. Ah, okay, zum Kacken muss man mal stehen bleiben, das verstehe ich. Das Spiel hat ja wirklich viele, viele, viele gute Ideen. Aber was das angeht, da haben die Entwickler gerade ihre anale Phase ausgelebt, glaube ich. Naja, den Rest des Weges folgt er mir so oder so, da mache ich mir keine Sorgen. Naja, obwohl, da ist so ein Felsen, vielleicht hängt er ja an dem fest und sieht gleich danach aus. Sieht aus wie so eine Zeitlupe von Bello. Also, wie man das so kennt aus irgendeinem so alten Film, wo so ein Schäferhund oder was ähnliches halt auf einer Wiese einem entgegengeritten kommt, gesprintet, was auch immer man dazu sagen möchte. Finde ich sehr witzig. Ja, genau. Mal schauen, ob sie ihren Weg hierher findet. Ich gehe mal zum Airdrop. Hab gar nicht mitbekommen, dass er gekommen ist, aber der wird ja nun mittlerweile frei Haus für mich geliefert. Finde ich echt gut. Und ich habe Durst. Ich weiß. Keine Angst. Ich nicht übersehen. Ja, das sind doch ganz
Piomia-Sattel. Was war das andere, was ich da hatte? Okay. Trixie, komm mal bitte. Ich bin hier. Sag mir, dass du ein Häufchen abgesetzt hast. Wie viel wiege ich denn jetzt, dass ich mich nicht mehr bewegen kann? 7 zu viel. Irgendwo ist Trixie. Ich merke ja die Bewegung. Oh. Okay, eleganter ging es natürlich nicht. Verstehe. Wir werfen irgendwas raus. Ich werde mal den Sattel abwerfen. Drop Item. Wie lange hält er sich? 2 Minuten. Da werde ich natürlich nicht gut an die Sachen rankommen, dachte ich mir. Komm mal mit, Trixie. 1, 2 Schritte wirst du jetzt noch folgen können. Dankeschön. Ich weiß, dass ich sowohl Hunger als auch Durst habe. Aber das ist gerade nicht wichtig. Ich will den Sattel jetzt nicht verlieren. Auch gut. Welches Inventory? Ich muss irgendwas ablegen. Irgendwas Schweres. Das. Und das. Ja, mal gucken. Das müsste ja schon reichen. So, hier. So, Trixie, wir sind jetzt beide zu schwer. Aber da ist ja gleich die Hütte, insofern machen wir da jetzt nicht so eine großen Gedanken drüber. Und heute bekommen wir Fenster, Leute. Fenster! Das wird toll, oder? Ach, Trixie geht. Um Gottes Willen, ich will gar nicht hingucken. Mit einem kleinen Schuss noch von oben, na gut. Ich will mal gucken, ob es jetzt noch gut geht. Ja doch, Gesundheit ist voll. Ich hätte gedacht, ich hätte Schaden durchfallen. Aces Inventory. Quatsch. Ich will machen, dass sie mir nicht folgt. Gut. Dann muss ich kurz was weglegen. Und dann geht's gleich weiter. Ich weiß, dass ich sowohl Durst als auch Hunger habe. Ich kann daran aber jetzt noch nichts ändern. Ist hier ein Slot frei? Perfekt. Puh, damit ist das größte Problem erstmal erledigt. Gehen wir mal kurz trinken. Dann können wir hier oben noch ein paar Sachen weglegen, nämlich. Erstmal nur so. Ja, das ist blöd. Holz, ich lege noch 100 Holz ab. Ich lege noch 172 Holz ab. Dann mache ich mal hier eine kleine Rekonfiguration. Gut. So, die brauche ich hier im Menü nicht. Achso. Die brauche ich hier im Menü alle nicht. So, dann machen wir schon mal. Ich habe alles Holz abgelegt, stimmt's? Machen wir schon mal Feuer an. Oder Fetch. Ich habe sogar Spark Powder. Dann nehmen wir Spark Powder zum Brennen. Damit kann man auch ganz gut Feuer machen. So, hält sogar länger als Holz übrigens. Dann Trixie. Entlasten.
Komm her, Kleines. Ich nehme dir erstmal Sachen ab, die ins Haus kommen sollen. Schaut euch das an, wie viel wir hier schon wieder gesammelt haben von. Das finde ich echt klasse, wirklich. Wirklich, wirklich gut. Es war eine gute Idee, sich für dieses Viech zu entscheiden. Ah, ich bin schon wieder langsam. Ja, egal, es geht noch. Die erste Etage ist sowieso, glaube ich, komplett aus Holz, genau. Die zweite Etage. Wooden Ceiling. Hölzernes Dach. Die sieben. Und nochmal die sieben. Ist das jetzt gleich? Nee. Naja. Doch? Ach naja, was soll's, darauf lege ich jetzt nicht so einen Wert. Also es ging jetzt darum, wie diese Holzplanken hier ausgerichtet sind. Aber gut, was soll's. Die ist jetzt nämlich mit der hier ausgerichtet. Warum auch immer. So. Und mal hier reingucken. Drink Water, Aces Inventory. Ich mache die Flaschen kurz voll. Denn ich habe noch was vor mit euch. Und das machen wir jetzt gleich, weil ja da auch Zeit vergeht für. Und ich sowieso nochmal nach oben muss. Bin ich schon wieder zu schwer? Ja, ich bin schon wieder zu schwer. Ich brauche aber noch diese Kohle dafür. Gut. Das hat gerade ziemlich lange gedauert. Das deutet für mich auf eine ziemlich schlechte Verbindung zum Server hin. Oder beziehungsweise darauf, dass der Server langsam ist, weil Ping 103 ist eigentlich in Ordnung. So. Nee, das nicht. Hier hin will ich. Ich mache mal zwei Säcke Wasser hier hin. Und lege mal die roten Beeren rein. Und etwas Holzkohle. Und natürlich noch etwas echtes Holz. Etwas echtes Holz. Wir machen das einfach mal an. Und dann bekommen wir, glaube ich, rote Farbe. Das wäre jetzt so mein Plan, den was ich jetzt haben möchte. Dann wollte ich gucken, wir haben einen Fiomia-Sattel bekommen. Nicht wahr? Ach, hier habe ich auch schon einen. Also Fiomia-Sattel habe ich jetzt schon zwei Stück. Gut. Haben wir auch nochmal Stein, das ist wichtig. Stein werden wir brauchen demnächst. In rauen Mengen. Dann wollte ich gern die Narkosebeeren holen. Denn wir haben schon wieder verfaultes Fleisch und aus verfaultem Fleisch und Narkosebeeren können wir Narkotika machen, die ein bisschen mehr Narkosewirkung haben und noch dazu den Vorteil haben, nicht schlecht zu werden. So. Machen wir schon mal hier rein, ne? Consumables, Drugs, da haben wir es. Ein Gramm für Narkotika. Und man braucht 5 Beeren und einmal Fleisch. Das heißt, wir können höchstens 10 Stück davon jetzt machen lassen. Der macht jetzt mal. Ich guck mal kurz, wie es der Scheiße geht. Sieht gut aus. Kommt ein bisschen Catch mit zu. So. So. Du kommst mal raus. So. Und so. Ich lege nochmal 100 Patch nachher rein. Jetzt gerade muss ich mal kurz hier ran, weil der nicht mehr fertilized ist. Also nicht mehr
Das Zeug hier halt. Genau, der ist nämlich dann auch wieder zurückgegangen. Hier stand nämlich vorhin noch Frühling und jetzt steht da nur noch Mittling. Siehst du, und er macht auch gleich nochmal seinen Beitrag hier zum Thema Fertilizer. Na komm bitte, halt mal still, danke. Irgendein Feuer ist gerade ausgegangen. Schauen wir mal was. Ich würde sagen, es war dieses hier. Da waren zweimal, immer dran denken, da waren zweimal Spark Powder drin. Es hat gereicht, um 5 davon zu kochen. Na gut. Ich hätte gedacht, das reicht länger. Nichtsdestotrotz brauchst du ja einmal Holz, um 1 davon zu kochen sonst. Insofern ist das schon ein gutes Ergebnis, weil das zeigt, dass es doppelt so schnell ist, doppelt so lange hält natürlich.